Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Und den kroganischen Clanführer sollten wir kennen. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Das ist ein Preis. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Asari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Das ist echt mies, jemandem ins Gesicht zu sagen, danach waren sie nicht weiter nützlich und deswegen haben wir sie sterilisiert. Also ich glaube, wenn irgendjemand anderes als Rex dort stehen würde, der hätte sie jetzt zerrissen. Der hätte sie in zwei Teile gerissen. Naja, ihr Volk hat sich definitiv geirrt. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Aber mal ungeachtet dieses Konflikts, der hier aufkommt, müssen doch auch die Salarianer weitsichtig genug sein, um zu begreifen, dass sie ohne die Unterstützung der Kroganer gar nicht mehr lang genug leben würden, um irgendwelche Folgen dieser Aufhebung der Genophage hier zu erleben. Das verstehe ich halt nicht dabei. Also egal, was für Forderungen Rex stellt, sie müssen denen eigentlich nachgehen, weil es einfach wirklich ums Überleben aller momentan unter Hochkulturen stehenden Spezies der Galaxie geht. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Frieden? Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Ach, diese Dalatras, die macht mich wahnsinnig. Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort! Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch!
Ich bin echt froh, dass wir Victus mit hier dabei haben. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Tja, wer ist denn hier der Tyrann? Nee, ich bin echt froh, dass wir Victus mit dabei haben, der uns hier sehr gut unterstützt mit in der Szene. Und ich würde sagen, wir nehmen... Was haben wir denn eigentlich für verschiedenes Aussehen hier? Ah, die Schwarze finde ich bald cooler. Ich würde sagen, wir nehmen mal Jarvik mit. Einfach so... Why not? Und Ivy, was hat die für Outfits? Ah, ja, ist klar. Ich nehme mal das ganz Schwarze. Ich glaube, das ist am dezentesten. Aber ich glaube, ich nehme Garrus mit. Nee, ich bleib beim Standard-Aussehen. Okay, nehmen wir die beiden. Und bei Jarvik müssen wir noch Punkte vergeben, glaube ich. Und generell müssen wir mal wegen der Bewaffnung schauen, wie das aussieht. Aufladetempo der Kräfte bei uns sieht sehr, sehr schön aus. Und das können wir noch verbessern. So, Durchschlagsmod, Ultraleichtmaterialien und die Universalklinge haben wir da. Auf jeden Fall machen wir die Ultraleichtmaterialien rein. Und ich glaube, ich nehme die Universalklinge. Ja. Das sieht doch schick aus, oder? Das finde ich gut. Das finde ich sehr positiv. Ich will bloß noch mal kurz schauen hier. Ja, viel ist es nicht, was dadurch an Gewicht eingespart wird. Aber wahrscheinlich reicht es, um auf 200% wiederzukommen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und an der MP können wir was noch herumschrauben, ist die Frage. Der Kraftverstärker, genau, sehr gut. Oh ja, ich bin's zufrieden, wunderbar. Das finde ich gut. So, bei den anderen. Jarvik hat die Avenger drin. Ich glaube, ich gebe ihm mal sein Partikelgewehr. Einfach, weil es zu ihm gehört auch. So, was kriegt er noch dran? Durchschlagsmod und... Ultraleichtmaterialien braucht er nicht. Na, dann kriegt er noch die Universalklinge. Ist zwar ein bisschen sinnlos bei ihm, aber was soll's. So, und hier... Ach, für die habe ich gar keine Waffenmods geholt. Naja, egal. Garrus, der hat die dicken Oschis. Ah, du nimmst die Vindicator. Mit ja, Durchschlagsmod und das scheint nicht zusammen zu gehen, Durchschlagsmod und Ultraleichtmaterialien, ne? Naja, dann nimmst du halt auch die Klinge mit dran, ist ja egal. So, meine Mantis hat... wo habe ich denn die ganzen Mods für die Scharfschützengewehre her? Konzentrationsmodul, Präzisionsgewehr, Thermomagazin, Laufverlängerung, erhöht Schaden, erhöht Präzision. Das macht auch Schadenserhöhung. Okay, nehmen wir das mal. Und die Laufverlängerung. Jo, das sieht gut aus. Okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Geht's an die Punkteverteilung. Wir gehen mal bei Shepard. Ich mach mal Ziehen auf Stufe 3. Und, na, können wir auch weiter bei Ziehen gehen. Dauer. Radius, das finde ich gut. Wenn mal welche eng beieinander stehen, die wir ziehen wollen, können wir die mal gleich mit einem Ziehen zusammenschnappen. So, Garrus. Oh, bei dir gibt es ja auch noch einiges auszugeben. Was habe ich denn... Da hatte ich beim Nachspielen wahrscheinlich bloß angefangen, die Punkte auszugeben und habe es dann wieder gelassen. Das ist ja auch super. Okay, erstmal den Rebellen hier ein bisschen hochpushen. Waffenschaden und Gesundheit und Schilde. Ja, komm, Schaden. Kraftschaden, Sturmgewehr... Ja, hier, bitte. 10% Bonus auf den Kraftschaden der gesamten Gruppe oder Präzisionsgewehrschaden. Machen wir mal. Ach, ich habe keine Punkte mehr. Okay, das reicht nicht. Dann gehe ich mal auf den Betäubungsschuss noch. Dafür reicht's noch, wunderbar. Und Jarvik, oh, hier haben wir viele Punkte auszugeben. Auf jeden Fall erstmal der dunkle Kanal. Den machen wir erstmal ganz hoch. Schaden oder Kraftdauer, dann nehmen wir den Schaden. Verringert Bewegungsgeschwindigkeit, das Aufladetempo. Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal das Aufladetempo. Schaden oder Schaden gegen Panzerung und Barrieren. Das wäre mir bald sogar lieber, glaube ich. Komm, wir nehmen das mal. So, der dunkle Kanal ist im Prinzip so eine Art Biotik. Ja, hier steht es ja auch, anhaltendes biotisches Feld, das Schaden verursacht. Dann werden wir mal noch ziehen. Ich gehe mal auf die unteren Punkte jetzt dabei, damit wir mal mehrere Stufen hier oder mehrere Fähigkeiten freischalten einfach. So, haben wir noch 9 Punkte und gehen noch auf die alte Rachsucht. So, die restlichen 3. Ach komm, die packen wir dann hier noch drauf. Haben wir alle Punkte vergeben. Da ist es bei ihm halt mal ein bisschen verteilt. So, den einen Punkt bei uns. Naja, egal. Komm, bestätigen. Los geht's.
Jetzt lernen wir die salarianische Heimatwelt kennen. Nachdem wir Palavan aus der Ferne gesehen haben, geht's diesmal zu den Salarianern. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich's jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Ah, schön, wieder mit Rex an unserer Seite, das ist großartig. Ich find's immer wieder schön, auf Rex zu treffen. Ich mag ihn einfach total. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie nach Hause, Rex. Sie haben auf diesen Tag lange genug gewartet. Ein ganzes Leben. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, Gauss. Ich dachte schon, sie wären auf ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Dann wäre er nicht König, oder? Wer ist das? Ein Proteaner. Manchmal frage ich mich, ob die Normandie ein Kriegsschiff ist oder eine Freakshow. Aber wenn er eine Waffe halten kann... Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Ich muss sagen, das ist ein ziemlich cooles Team, die vier. Das sind richtig gestandene Krieger, ne? Alle vier. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Oh, ein Jag! Sympathisches Kerlchen. Achten Sie auf den Eindämmungsschild. Da werden Erinnerungen wach. In meinem Zyklus waren sie viel kleiner. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh jahrtausende lang sicher. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf Tuchanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Okay, damit können wir uns jetzt hier umsehen und ich finde es total großartig, wie Rex auch die Salarianer herumschubst. Also das ist so, da treffen halt auch Welten aufeinander bei Salarianern und Kroganern, ne? Bitte nicht anfassen. Wie gesagt, Commander, nicht anfassen. Oh, was willst du denn dagegen tun? Ich muss Sie nochmals bitten, nichts anzufassen. What you gonna do about it? Heißt nicht anfassen in Ihrer Sprache möglicherweise etwas anderes? Ach, wunderschön. Ich würde diese Sache ungern der für Sie zuständigen Botschaft melden müssen. Dann fassen Sie ihn halt an. Aber was er macht, werden Sie nie herausfinden. Wunderschön, ich wusste nicht, dass es hier solche Dialoge gibt. Werden Menschen wirklich so wenig stimuliert, dass sie ständig alles anfassen müssen? Ja. Ich fürchte, wenn Sie nochmal hinfassen, riskieren Sie einen diplomatischen Zwischenfall. Weitere Manipulationen dieses Objektes rechtfertigen fortgesetzte Ermahnungen. Schön. Es reicht. Behalten Sie Ihre Finger bei sich.
Nochmal, die Salarianische Union bittet Sie förmlich darum, das Berühren einzustellen. Wie viele Gesprächsoptionen haben die denn da? Das ist ja großartig. Na schön, wenn Sie dieses Objekt so sehr fasziniert, würde ich vorschlagen, Sie besorgen sich einen Code-Analysator. Ein Code-Analysator, ein Traum. Das haben wir doch alles schon durchgekaut. Es reicht. Na gut. Jetzt ist es auch vorbei. Ein Code-Analysator und wir haben immer wieder reingefasst. Wunderschön. Gut, wir schauen noch mal kurz bei Rex vorbei. Also alle Salarianer, was? Kein Wunder, dass sie so weich sind. Zu beschäftigt, Gedichte über Wasserfälle zu schreiben. Ja, die Salarianer sind wahrscheinlich die Elben des Mass Effect-Universums. Shepard, mir gefällt das nicht. Ich sollte derjenige sein, der reingeht. Wie wär's, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären Sie jetzt tot. Leere Drohungen sind sinnlos. Wenn der Krieg vorbei ist, könnten Sie auf Tuchanka leben. Sie würden dazu passen. Wäre eine interessante Mischung. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Tut mir leid, Shepard, aber Sie hören jedes Wort mit, das wir sagen. Ich esse Salarianer lieber, am liebsten roh. Er hat recht. Bei uns war es eine Delikatesse. Ja, schön, schön, wunderbar. Sie haben auf der Normandy gesagt, dass Reaper auf Tuchanka gesichtet wurden? Die Clans Joggle und Revenor haben einige Landetrupps gesehen. Die Reaper haben etwas vor. Tuchanka mag ein Haufen radioaktiver Schrott sein, aber es ist unser Haufen und wir werden bis zum letzten Kroganer dafür kämpfen. Radioaktiv? Garrus, warum muss ich mich mit dem einzigen Turianer der Galaxie anfreunden, der sich für witzig hält? Und von mir wird erwartet, dass ich Kroganer hasse. Und dann kommen Sie daher und erwärmen mein Herz mit Ihrer gewinnenden Persönlichkeit. Ich könnte ein paar Salarianer von einer Klippe stürzen, wenn sie sich dann besser fühlen. Ach, diese Kombination ist großartig hier von den Crewmitgliedern. Was wissen Sie über diese Frauen? Sie waren nicht fruchtbar, also haben wir sie dazu benutzt, Feinde von denen abzulenken, die es waren. Aber Malens Experimente haben das geändert. Diese verdammten Pijacks haben sie uns direkt unterm Arsch weggeklaut. Diese Behandlung ihrer Frauen ist ziemlich brutal, Rex. Sie haben das selber vorgeschlagen. Wir mussten viele harte Entscheidungen treffen, um zu verhindern, dass wir völlig aussterben. Ihre Frauen sind weise. Es gehört zu den vielen Dingen, die besser werden, wenn die Genophage geheilt ist. Sind die Kroganer bereit, die Reaper zu bekämpfen? Seit die Sovereign aufgetaucht ist, wusste ich, dass dieser Tag irgendwann kommt. Mein Volk hat zu viel Zeit damit vergeudet, sich als Söldner zu verkaufen. Jetzt können wir wieder das tun, was Kroganer am besten können. Andere vor Riesenmonstern retten. Sie lassen uns die Rachni-Kriege wohl nie vergessen, was? Als ich das letzte Mal auf der Citadel war, habe ich jedenfalls keine turianische Statue zu ihren Ehren gesehen. Warten Sie mal ab, bis dieser Krieg vorbei ist. Ja, schön. Stimmt, da steht eine kroganische Statue und ich hatte mich, glaube ich, im ersten Teil auch gefragt, warum sie dort steht. Es war wegen der Rachni-Kriege. Und wir haben schon so ganz leise Anklingen gehört, dass es unglaublich wichtig war, dass wir im ersten Teil Rex nicht haben sterben lassen. Denn Rex hat natürlich die Kroganer geeint und hat es geschafft, sie irgendwie zusammenzuführen und auf einen Zweck zu konzentrieren. Und wäre er damals auf Würmeier gestorben im ersten Teil, hätte er gefehlt, hätte er das nicht machen können. So, aber das werden wir später noch ein bisschen weiter ausführen, wenn wir dann nach Tuchanka mal wieder kommen, denn wir kommen noch wieder nach Tuchanka und werden uns jetzt erstmal hier ein bisschen umsehen, damit wir die Kroganerinnen mal finden. War schön, mal wieder mit ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Der grimmige Blick immer ist so niedlich. Die können nicht böse gucken, die Salarianer. Die können es einfach nicht. Ein Hautknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis an die Wand zurückgedrängt. Die Turianer haben die größte Flotte der ganzen Galaxie. Und wir sind nur ein paar Masseneffektportale von dieser ganzen Scheiße entfernt. Ist quasi gleich um die Ecke. So, wo darf ich denn hin? Was haben wir denn hier?
Oh, Major T'Kyrai, den kennen wir auch noch von Würmeyer. Das war der, mit dem wir damals den Angriff auf Sarens Basis durchgeführt haben. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Würmeyer nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Tja, endlich mal wieder ein altes Gesicht, das man auch gern sieht hier unter den Salarianern. Davon gibt es nicht viele. Es gibt eigentlich bloß Kirahi und natürlich auch Mordin, den wir auch noch nicht getroffen haben, der aber auch wieder mit vorkommen wird. Von den Salarianern, die man jetzt wirklich gern wiedersehen würde. Wie kommen Sie auf diese Basis, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malin mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus seinem Labor fliehen. Tja, vielleicht ist das für ihn gar nicht so schlimm gewesen. Warum sind die Kroganerinnen wohl hier? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren, als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon ihr Problem sein. Wir beide spüren wohl noch die Nachwirkungen von Würmeyer. Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnot Rex ist bei der STG legendär. Naja, Kampf würde ich nicht sagen. Wir haben nicht wirklich gekämpft. Und die Genophage-Heilung, die damals auf Würmeyer durchgeführt wurde, die war aber auf Kosten der Selbstständigkeit der Kroganer letztendlich. Die waren ja keine selbstständig agierenden Kroganer mehr, sondern es waren ja bloß solche, ich glaube, das waren Klone, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Auf jeden Fall waren die nicht mehr ganz selbstständig. Und hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es ja darum, dass die gewöhnlichen Kroganer, die überall auf Tuchanka sind, geheilt werden. Und das ist ja ein viel wichtigeres Anliegen. Sie haben Rex' Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien 3-Systeme entfernt haben ihn gesehen. Er war über den Empfang nicht sehr erfreut. Kann ich verstehen. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer. Unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Gut, Würmeyer, hatten wir das jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen es uns mal an. Wir beide spielen wohl noch die Nachwirkungen. Ach ja, okay. Entschuldigung. Ihr Kampf mit... Gut, machen wir das mal weg und schauen uns mal die Reaper an. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Diese Sache mit den Frauen ist Teil davon. Ich brauche die Unterstützung der Turianer und die brauchen die der Kroganer. Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. Tja, die hält leider bloß keine Händchen. Das ist das Problem dabei. Eine Hochsicherheitsanlage. Erwarten Sie Ärger? Unser Motto bei STG lautet, immer Ärger zu erwarten. Kommt keiner, machen wir eben anderen Ärger. Unsere Feinde haben die gleiche Idee. Ein sehr gutes Lebensmotto. Wer ist das? Das ist ein Freund. Ein Proteaner. Proteaner? Na klar. Erstaunlich, was genetische Modifikation heute alles kann. Ist das etwa eine neue psychologische Taktik, Commander? Um die Reaper zu verschrecken? Was sind sie wirklich? Drell? Turianer? Proteaner. Oh. Verstehe. Großartig. Also ich glaube wirklich, das ist eine sehr gute Kombi, die beiden hier mitzunehmen, weil... Ja, ich mag es sowieso mit Jarvik durch die Gegend zu ziehen, weil er halt immer wieder für sehr kuriose Szenen sorgt, weil die Leute natürlich alle noch keinen Kroganer gesehen haben und er generell auch dieser Kulturschock, der sorgt halt immer wieder für kleine Kuriositäten und Garrus in Kombination mit Rex ist halt auch großartig dabei hier. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und Commander, ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Yay. Was würden Sie tun? Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Ein Ehrenmann. Ich mag Kirai total, der ist super. Warum haben wir jetzt eigentlich keinen Kriegsaktivposten gekriegt dafür? Das finde ich schade.